Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir wieder 36 Fragen aus der Theorieprüfung für den Autoführerschein. Wir sind im Zusatzstoff, das heißt, das was heute dran kommt, kommt nur in deiner Prüfung dran, wenn du auch den Autoführerschein machst. Bei Motorrad und LKW hast du dann andere Fragen. Wir haben äh, besonders viele Fragen zum Thema Autobahn, Geschwindigkeit, Landstraße, zu den Faustformeln, also Berechnungen des Bremsweges, Reaktionswegs und des Anhaltewegs. Und äh, wenn du da keine Fehler machen möchtest in deiner Prüfung, dann bleib dran und gleich nach dem Intro geht's los. Musik Ich lasse die Fragen einfach wieder vorlesen, dann überlegen wir kurz gemeinsam und dann sage ich euch, wie wir das Ganze dann ausrechnen. Sie erhöhen Ihre Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde auf 100 km pro Stunde. Wie verändert sich der Bremsweg entsprechend der Faustformel? Er verdoppelt sich von 15 Meter auf 30 Meter. Er vervierfacht sich von 25 Meter auf 100 Meter. Er halbiert sich von 50 Meter auf 25 Meter. Okay, ich zeige dir jetzt erstmal, wie man den Bremsweg überhaupt, überhaupt ausrechnet. Und zwar ist das die Formel ähm, die Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal die Geschwindigkeit geteilt durch 10. Also nehmen wir mal die 50 km/h. Teilen wir durch 10, dann haben wir 5 und das Gleiche noch einmal und 5 und 5 sind 25. So, das heißt, ähm, das ist schon mal die mittlere Antwort, ja, die zweite. Aber lasst uns das Ganze nochmal bei 100 ausrechnen. Also noch einmal, wir nehmen die Geschwindigkeit, teilen sie durch 10, also 100 geteilt durch 10 sind 10. Und dann noch einmal, 100 geteilt durch 10 sind wieder 10. Und ähm, 10 mal 10 sind wieder 100. Und das ist... Ähm, verstärkt unseren Verdacht nochmal auf die mittlere Antwort. Okay, also diese Formel für den Bremsweg, die brauchst du unbedingt. Beim Verlassen einer Ortschaft erhöhen ein ca. 15 Meter vorausfahrendes Fahrzeug und sie die Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde auf 100 km pro Stunde. Wie sollten Sie Ihren Sicherheitsabstand gegenüber dem Vorausfahrenden ändern? Ja, da kann man jetzt viel anfangen rumzurechnen, aber es ist im Prinzip ganz einfach. Wir fahren 100 km/h, also müssen wir mindestens die Hälfte der gefahrenen Stundenkilometer äh, in Meter als Abstand halten. Also sprich bei 100 km/h müssen wir mindestens 50 Meter Abstand einhalten. okay, pass auf, hier kommt das motorrad von hinten. es geht wahrscheinlich um das motorrad. vor uns blinkt einer, ja, ganz klassisch. okay, gut, das motorrad ist links neben uns im toten winkel. und ähm, wir sehen vor uns ein fahrzeug, welches einparken möchte. das kann und könnte unter umständen etwas dauern. dementsprechend könnte man entweder auf den linken fahrstreifen oder man muss die geschwindigkeit halt dementsprechend anpassen, da das motorrad links neben uns fährt. Ähm, ja, machen wir natürlich keinen Fahrstreifenwechsel. Also wie verhalten wir uns? Weiterfahren, Lichtzeichen geben. Auf den linken Fahrstreifen wechseln. Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein. Ja, genau. Also einfach Geschwindigkeit verringern, da links neben uns ein Fahrzeug fährt, wäre das Motorrad nicht da, dann hätten wir natürlich ganz easy einen Fahrstreifenwechsel machen können. Was müssen Sie über die Benutzung der Rückspiegel wissen? Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen. Nach rechts hat der Innenspiegel keinen toten Winkel. Rückspiegel müssen auf den Fahrer eingestellt sein. Also, natürlich hast du einen toten Winkel. Du hast immer einen toten Winkel. Das ist immer von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, wie groß der ist. Natürlich muss er eingestellt sein, der Spiegel. Das machst du ja auch vor jeder Fahrstunde. Und ähm, ja. Fahrzeuge und Fußgänger können sich im toten können im toten Winkel nicht. Äh, was war das? Fahrzeuge und Fußgänger im toten Winkel kann ich nicht sehen. Genau. Deswegen schaust du ja noch mal über die Schulter, bevor du abbiegst. Sie fahren in eine Rechtskurve. Ein Motorradfahrer kommt ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Mit welchen Gefahren müssen sie rechnen? Der Motorradfahrer schneidet die Kurve und befährt meinen Fahrstreifen. Der Motorradfahrer ragt wegen starker Schräglage in meinen Fahrstreifen hinein. Der Motorradfahrer wird rechtzeitig bremsen und meinen Fahrstreifen nicht befahren. Okay, also die letzte Antwortmöglichkeit, die kreuzen wir nicht an, die wäre ja perfekt. Aber wir rechnen natürlich immer mit dem Schlimmsten. Der Motorradfahrer braucht die Schräglage zum Kurvenbefahren. Und schneiden bedeutet, dass er einen Teil unserer Fahrbahn oder unseres Fahrstreifens einnimmt. Und das kann natürlich durchaus passieren. In einer schmalen Straße wollen Sie in einer Steigung Radfahrer überholen. Wie verhalten Sie sich? Ich muss den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren lassen. Ich muss größeren Seitenabstand einhalten. Ich muss vorsichtig dicht an den Radfahrern vorbeifahren. Also dicht am Radfahrer wird schon mal gar nicht vorbeigefahren, da wir mindestens eineinhalb Meter Platz dafür benötigen. Lass noch mal ganz kurz die Frage vorlesen: In einer schmalen Straße wollen Sie in einer Steigung Radfahrer überholen. Wie verhalten Sie sich? Okay, also hier geht es um eine Steigung und jetzt musst du bedenken, was machst du mit deinem Fahrrad oder du als Fahrradfahrer, wenn du an eine Steigung, also an einen Berg kommst. Du stehst wahrscheinlich auf und äh, musst ein bisschen mehr strampeln. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch mehr Platz benötigen. Ich muss den Gegenverkehr vor dem Überholen vorbeifahren lassen. Ja gut, natürlich müssen wir den Gegenverkehr vorbeifahren lassen. Das kann ich mir vorstellen, also diese mittlere Antwort, dass die oft nicht richtig angekreuzt wird. Oder auch vergessen wird anzukreuzen. Sie fahren auf einer Landstraße. Vor Ihnen hat sich eine langsam fahrende Fahrzeugschlange von ca. 15 Fahrzeugen gebildet. Wie verhalten Sie sich? Ich bleibe zunächst hinter der Fahrzeugschlange. Ich überhole die Fahrzeugschlange schnellstmöglich. Ich fordere Vorausfahrende durch Lichthupe und Blinken zum Überholen auf. Gut, also wir sind ähm, hier sehr passiv eingestellt und kreuzen nur die erste Antwort an. Alles andere wäre zu aggressiv. Sie halten mit Ihrem Fahrzeug an, um Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen. Dort verläuft ein Radweg. Was sollten Sie tun? Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen. Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen. Ich sollte nur den Verkehr im Innenspiegel beobachten. Okay, Achtung, wenn hier steht nur, dann kannst du davon ausgehen, dass es meistens falsch ist. Natürlich ähm, beobachtest du den Radweg und sagst auch den Personen, die aussteigen, dass sie bitte darauf nochmal achten sollen, bevor sie die Tür aufreißen. Sie erhöhen ihre Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde auf 100 Kilometer pro Stunde. Wie verändert sich der Reaktionsweg entsprechend der Faustformel? Okay, diesmal geht es um den Reaktionsweg. Die Formel für den Reaktionsweg ist die gefahrene Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal 3. Also sprich bei 50 geteilt durch 10 mal 3, dann haben wir 15. Dementsprechend kann es ja nur die erste Antwortmöglichkeit sein, aber wir rechnen es gleich nochmal mit 100 aus. 100 geteilt durch 10 ist 10, mal 3 sind 30. Und da auch das bestärkt wieder unser Verdacht, dass die erste Antwort richtig ist. Immer wenn so LKWs hintereinander fahren und eventuell auch ein bisschen dichter auffahren, der weiße vielleicht. Ah nein, es geht um den Hintermann. Okay. Ja, doch, doch, doch. Also, genau das, was ich sagen wollte. Wenn LKWs hintereinander fahren, dann ist das schön und gut, aber der eine fährt zum Beispiel äh, 80 und der andere fährt 79 und dann meint der Hintermann, der ein KMH schneller fährt, er muss jetzt den Vordermann unbedingt überholen. Und ähm, das erkennt man daran, wenn die so ein bisschen dichter auffahren, dann entsteht genauso eine Situation und das haben wir auch vorhin in dem Video schon mal gehabt mit dem Motorradfahrer wir könnten im Prinzip hier einen Fahrstreifenwechsel machen wenn nicht links neben uns im toten Winkel ein Fahrzeug fahren würde Geschwindigkeit und Fahrstreifen beibehalten auf den linken Fahrstreifen wechseln verzögern und Fahrstreifen beibehalten ja, also wie gesagt, wäre kein Fahrzeug neben uns, dann könnten wir auf den linken Fahrstreifen wechseln. Ansonsten müssen wir natürlich verzögern, also sprich die Geschwindigkeit reduzieren und auf dem Fahrstreifen bleiben. Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahnen beachten? Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt. Okay, jetzt pass auf. Also, wir gehen das ganze Mal von hinten durch. Wir wollen auf die Autobahn fahren. Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt, das ist richtig. Also damit ist gemeint, dass die auf der Autobahn Vorfahrt haben. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Nein, äh, wenn du auf der Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen fährst, dann musst du diejenigen, die auf die Autobahn drauffahren möchten, nicht zwingend da reinlassen. Also das ist nicht, äh, dafür ist der Einfädelungsstreifen oder Beschleunigungsstreifen ähm, vorhanden. Ja, das, das, da muss dann derjenige, der auf die Autobahn drauffahren möchte, der muss sich darum kümmern. Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. So, jetzt pass auf, das Kreuz wende mich auch an. Und zwar ist damit gemeint, dass du ja normalerweise rechts nicht schneller fahren darfst als links. Bedeutet, du darfst rechts außerorts oder auf der Autobahn nicht den Linken überholen. Wenn du rechts überholst, dann ist die Prüfung sofort vorbei. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, oder es gibt mehrere Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, wenn du dich auf einem Einfädelungs- oder Beschleunigungsstreifen befindest, erkennst du daran, dass die Leitlinie etwas dicker gestrichelt ist als die normale Leitlinie. Und ähm, da darfst du auch dann rechts überholen. Und hier ist halt damit gemeint, rechts schneller fahren als links. Ähm, also. Du darfst praktisch dann auf diesem Fahrstreifen, obwohl du dich rechts befindest, auch überholen. Fünf Fehlerpunkte, pass auf. Sie fahren mit Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn und möchten diese an der nächsten Ausfahrt verlassen. Wie müssen Sie sich verhalten? Also Richtgeschwindigkeit ist ja 130 auf deutschen Autobahnen. Ich setze die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen deutlich herab. Ich setze die Geschwindigkeit bereits auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn deutlich herab. Ich beende Überholvorgänge rechtzeitig. Genau, also wir beenden die Überholvorgänge rechtzeitig, damit wir dann äh, genügend Zeit haben und uns darauf vorbereiten können. Und natürlich wird erst verzögert bzw. gebremst, wenn du auf dem jeweiligen Streifen bist, ja, also auf dem Ausfädelungs- oder Verzögerungsstreifen. Auf gar keinen Fall auf der Autobahn selber. Nach längerer Fahrt mit etwa 120 km pro Stunde wollen Sie die Autobahn verlassen. Was haben Sie dabei zu beachten? Ich behalte die Geschwindigkeit auf dem Ausfädelungsstreifen bei, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Ich blinke rechtzeitig und bremse dann auf dem Ausfädelungsstreifen ab, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Ich beachte die Tachoanzeige, um die Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Genau, wenn du längere Zeit mit höherer Geschwindigkeit fährst, dann gewöhnt sich dein Körper an die Geschwindigkeit und dein Auge. Und dann kann es sein, dass du da auf die Kurve zurast und du hast noch 80 Sachen drauf. Und ja, also dementsprechend auf dem Verzögerungsstreifen Geschwindigkeit anpassen, nochmal auf den Tacho schauen eventuell. Und ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, natürlich erst auf dem Streifen verzögern beziehungsweise bremsen und nicht auf der Autobahn. Nachdem Sie längere Zeit auf einer Landstraße einem sehr langsam fahrenden Pkw folgen mussten, können Sie endlich überholen. Wie verhalten Sie sich? Nach dem Überholen schere ich mit ausreichendem Abstand ein, um den anderen Fahrer nicht zu behindern. Nach dem Überholen bremse ich kurz ab, um den anderen Fahrer auf sein langsames Fahren hinzuweisen. Nach dem Überholen fahre ich betont langsam, um dem anderen Fahrer die Auswirkungen seines Verhaltens zu verdeutlichen. Ja, das wäre so die italienische Methode. Also das machen wir natürlich nicht. Wir ähm, scheren mit genügend Abstand wieder ein. Wann hast du genügend Abstand? Ganz einfach, in, wenn du deinen Hintermann, also das Fahrzeug, das du gerade überholt hast, komplett im Innenspiegel sehen kannst. Dann hast du genügend Abstand und kannst wieder auf den rechten Fahrstreifen rüberfahren. Auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften fährt vor Ihnen ein Pkw etwas langsamer, als es erlaubt ist. Sie ärgern sich über den langsameren Pkw. Wie verhalten Sie sich? Ich betätige die Lichthupe, bis der Pkw vor mir schneller fährt. Ich überhole an geeigneter Stelle. Ich passe meine Geschwindigkeit dem Vorausfahrenden an. Ja klar, also wenn es geht, überholen wir, und ansonsten müssen wir natürlich einfach die Geschwindigkeit anpassen, ganz klar. Welche Ursachen führen häufig bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende zu Verkehrsunfällen? Jugendliche, die ein Fahrzeug führen, haben oft wenig Wissen über Verkehrsregeln. Jugendliche, die ein Fahrzeug führen, haben oft wenig Fahrerfahrung bei Dunkelheit. Jugendliche, die ein Fahrzeug führen, haben oft wenig Vertrautheit mit vollbesetzten Fahrzeugen. Also hier ist alles richtig. Du musst bedenken, wenn du... Was? Jugendliche, die ein Fahrzeug führen, haben oft wenig Wissen über Verkehrsregeln. Okay, das war jetzt ziemlich blöd. Ähm, natürlich habt ihr, wenn ihr den Führerschein macht, die beste Ausbildung genossen und ihr kennt euch super mit den Verkehrsregeln aus. Deswegen habt ihr ja auch den, äh, die Prüfung bestanden. Okay, das war jetzt blöd von mir. Das kreuzen wir das nächste Mal natürlich nicht an. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, dass ihr in der Ausbildung ja ungefähr irgendwas zwischen 20 und 40 Stunden normalerweise so ähm, Fahrt in der in der in der Ausbildung. Schreibt mal runter in die Kommentare, das wird mich interessieren, wo ihr den Führerschein gerade macht und wie viele Fahrstunden ihr jetzt schon habt und wenn ihr den Führerschein habt, auch wo ihr den gemacht habt und wie viele Fahrstunden ihr benötigt habt. Hier in München zum Beispiel ist es ähm, ist der Durchschnitt bei knapp 40 Fahrstunden? Liegt einfach daran, dass wir natürlich eine relativ hohe Verkehrsdichte haben und schwierige Situationen. Wenn du irgendwo auf dem Land den Führerschein gemacht hast, dann kann es sein, dass du da vielleicht nur 20 Fahrstunden brauchst. Ich weiß es nicht, also das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ähm, genau, wenn du deinen Führerschein gemacht hast, also die Fahrstunden da absolviert hast, dann, wenn es gut läuft, also wenn du viel gefahren bist. Dann bist du vielleicht in deiner Ausbildung um die 600 Kilometer gefahren. 600 Kilometer, das macht ein Fahrlehrer in eineinhalb bis zwei Tagen. Okay, also die Erfahrung, die du dann hast, sei es jetzt in der Dunkelheit oder im vollbesetzten Fahrzeug, ähm, ja, ist natürlich wesentlich geringer. Oder sehr gering. Sie sind unter Zeitdruck. Worauf müssen Sie achten? Ach, das ärgert mich jetzt total, dass ich das falsch angekreuzt habe. Da habe ich mir sogar letztens erst so eine Doku angeschaut. Ähm, wer würde die Theorieprüfung am ersten nochmal bestehen? Und ich glaube, es war auch die praktische Prüfung. Und dann haben sie sich irgendwie einen äh, etwas älteren Herrn geholt, einen, eine Frau oder sowas mittleren Alters und natürlich einen, jemanden, der gerade den frischen Führerschein hat. Und der kannte sich natürlich mit der Verkehrsregel bestens aus. Also, es war jetzt einfach ein, ja. Gut, also. Sie sind unter Zeitdruck. Worauf müssen Sie achten? Ich bekämpfe das Bedürfnis, die Sicherheitsabstände zu unterschreiten. Ich bekämpfe das Bedürfnis, die Ampeln auch bei Rot zu überfahren. Ich bekämpfe das Bedürfnis, die Geschwindigkeit zu überschreiten. Alles klar, da kreuzen wir alles an. Bei Rot fährst du bitte niemals drüber. Das wäre. Ziemlich doof, weil du, also mal abgesehen davon, dass es saugefährlich ist, ähm, auch ein Monat Fahrverbot äh, bekommen kannst. Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen? Unangepasste Geschwindigkeit. Hohe Risikobereitschaft. Zögerliche Fahrweise. Okay, in dem Fall ist allerdings alles richtig. Was? Warum denn nicht? Zögerliche Fahrweise, warum denn nicht? Wenn Jugendliche bei nächtlichen Freizeitfahrten am Wochenende ein Fahrzeug führen, kommt es häufig zu schweren Verkehrsunfällen. Welche Ursachen können dabei eine besondere Rolle spielen? Okay, wahrscheinlich wollen Sie darauf hinaus. Wochenende, Ausgelassenheit, Partystimmung und sowas. Ja, vielleicht... Naja, 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 naja. Okay. Die Fragen, die wir jetzt hier falsch angekreuzt haben, da werde ich nochmal ein extra Video dazu machen. Und ähm, ja, haben wir ja markiert. Die kommen dann später nochmal dran. Ein Pkw schert nach dem Überholen ohne ausreichenden Abstand vor Ihnen ein. Wie verhalten Sie sich? Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wiederherzustellen. Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden. Ich betätige die Lichthupe, um auf die Behinderung aufmerksam zu machen. Gut, also grundsätzlich, wer, dich oder andere, wer sich oder andere in Gefahr sieht, soll ja die Lichthupe betätigen. Das machen wir allerdings hier nicht, weil wir Konflikte vermeiden wollen und deswegen bleiben wir gelassen und stellen natürlich den Sicherheitsabstand wieder her. Das Risiko beim Fahren eines Kraftfahrzeugs, einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind dafür häufig von Bedeutung? ja, wieder so eine Frage mit Jugendlichen, die vermassle ich wahrscheinlich jetzt wieder. Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Zu wenig Fahrerfahrung. Ja. Erhöhte Risikobereitschaft. Richtig, bestimmt, juhu. Geht doch. Während Sie in einem Verkehrsstau stehen Sehen Sie im Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der wartenden Fahrzeugschlange vorbeischlängelt. Wie verhalten Sie sich? Ja, lass ihn doch. Ich lasse ihn vorbeifahren. Ich hupe und notiere sein Kennzeichen. Ich sorge dafür, dass auch er anhalten muss. Ja, Quatsch. Also lass ihn durchfahren. Fertig. Situation gegessen. Sie fahren auf einer Landstraße und werden von einem hinter Ihnen fahrenden PKW bedrängt. Wie sollten Sie reagieren? Ich behalte meine Geschwindigkeit bei und halte mich rechts, um dem nachfolgenden PKW das Überholen zu ermöglichen. Das klingt super. Ich erhöhe meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende PKW aufhört, mich zu bedrängen. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Du passt ja die Geschwindigkeit nicht nur der Situation, sondern auch deinen persönlichen Fähigkeiten an. Und wenn du das tun würdest, dann würdest du ja schneller fahren, als du dir zutrauen würdest. Also das auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Ich vermindere meine Geschwindigkeit, bis der nachfolgende Pkw aufhört, mich zu bedrängen. Gut, es ist auch dämlich, da kannst du eine blöde Situation damit provozieren. Also wir kreuzen nur die erste Antwort an. Sie überholen auf einer Autobahn. Von hinten nähert sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit, Lichthupe und eingeschaltetem Blinker. Wie verhalten Sie sich? Ich überhole zügig weiter. Ich wechsle frühestmöglich in den rechten Fahrstreifen. Ich verzögere langsam. Also bedenke, wir beantworten jede einzelne, also wir denken über jede einzelne Antwort nach, ob das richtig ist oder nicht. Wir überholen zügig weiter, das ist richtig, aber wir wechseln auch möglichst früh in den rechten Fahrstreifen zurück. Bremsen, das wäre eine schlechte Idee. Fünf junge Freunde fahren im Auto zu einer Freizeitveranstaltung. Die Stimmung ist ausgelassen. Welche Gefahren können dadurch entstehen? Der Fahrer wird vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Der Fahrer wird zu langsamerem Fahren verleitet. Der Fahrer wird zu riskantem Fahren verleitet. Okay, gut. Also abgelenkt ja, langsam nein, riskant ja, fertig ja. Sie überholen auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge. Hinter ihnen naht ein Fahrzeug mit eingeschaltetem Blinker und Lichthupe. Wie verhalten Sie sich? Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Einschalten des Warnblinklichts auf, mehr Abstand einzuhalten. Ich fahre weiter, bis ich wieder in den rechten Fahrstreifen wechseln kann. Ich fordere den Nachfolgenden durch kurzes Bremsen auf, mehr Abstand einzuhalten. Nein, also nichts provozieren. Wir kreuzen die mittlere Antwort an, und so verhältst du dich auch am besten. Das ist die richtige Möglichkeit. Sie haben auf einer Landstraße abgeblendet. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können? Innerhalb der Reichweite des Fernlichts? Innerhalb der Reichweite des Standlichts? innerhalb der Reichweite des Ablendlichts. Naja, Sie haben auf der Landstraße abgeblendet. Ähm, naja, dementsprechend würde ich einfach mal sagen, das Ablendlicht. Ne? Sie fahren mit 100 km pro Stunde auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Vor Ihnen fährt ein LKW mit 70 km pro Stunde. Wie weit müssen Sie bei Beginn eines Überholvorgangs von einer Straßenkuppe mindestens noch entfernt sein? Eieiei. Das kann man auch ausrechnen, aber soweit ich mich erinnern kann, war die ähm, Antwort 800. Beziehungsweise, jetzt lass mich kurz überlegen, es gibt wahrscheinlich mehrere von diesen Fragen. Moment. Sie fahren mit 100 Kilometer pro Stunde auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Vor Ihnen fährt ein LKW mit 70 Kilometer pro Stunde. Wie weit müssen Sie bei Beginn eines Überholvorgangs von einer Straßenkuppe mindestens noch entfernt sein? Ja, also ähm, es gibt eine, eine Frage zum Thema Überholen und da müsstest du im Prinzip rechnen, aber wie gesagt, äh, die richtige Antwort ist 800, das ist die, 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 die längste Antwort, also die mit den meisten Meterangaben und das ist die richtige in dem Fall. Ja? Also wenn es hier um, dieses, um die Sache mit dem Überholen geht und der eine fährt 100 der andere fährt 70, dann äh, es ist es hier die längste Antwort. Sie fahren auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften und wollen einen Pkw überholen. Wo sollte das Überholen spätestens beendet sein? Vor dem Beginn einer Leitlinie. Achtung, Leitlinie, das ist die gestrichelte Linie. Ja? Die, hat, äh, die kannst du überfahren, das ist ja gar kein Problem. Vor einem Überholverbotszeichen für Kraftfahrzeuge aller Art. Vor dem Beginn einer durchgezogenen Linie. Ja. Fahrstreifenbegrenzung. Genau, also die Linien darfst du ja nicht überfahren, die durchgezogene. Und Überholverbot, na klar, das erklärt sich ja von alleine. Vor welchen Zeichen müssen Sie mindestens zehn Meter Abstand halten, wenn diese sonst durch Ihr Fahrzeug verdeckt würden? Andreaskreuz. Haltverbot. Halt. Vorfahrt gewähren. Ähm. Abstand wann? Beim beim Halten und Parken oder beim. Äh Vor welchen Zeichen müssen Sie mindestens 10 Meter Abstand halten, wenn diese sonst durch Ihr Fahrzeug verdeckt würden? Okay, also da steht nichts von Halten und Parken. Es geht um, äh, wenn du zum Beispiel mit einem großen Wohnmobil unterwegs bist und. Ähm dann verkehrszeichen verdecken würdest, und zwar sind das Vorfahrtgebende und Vor äh, Vorfahrtnehmende Verkehrszeichen. Das wäre das Andreaskreuz und Haltvorfahrt gewähren, also das Stoppschild. Das Halteverbot ist ähm, nicht richtig, genau, ähm, weil selbst wenn es ums Parken gehen würde, dann wäre beim Halteverbot keine Meterangabe. Also nur wenn das Halteverbot da steht, heißt es nicht, dass du, was weiß ich, 10, 20, 100 Meter vom Halteverbot links und rechts nicht mehr parken darfst, sondern das gilt bis zur nächsten Kreuzung der Einmündung. Und hier geht es einfach nur darum, dass du die Verkehrszeichen nicht verdeckst und das sind Vorfahrt nehmende Verkehrszeichen, das ist das Andreaskreuz und das Stoppschild halt Vorfahrt gewähren. Worauf sollten sie Mitfahrer vor dem Aussteigen hinweisen? Darauf, dass nach links der fließende Verkehr zu beachten ist. Darauf, dass an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind. Darauf, dass nach rechts auf Fußgänger zu achten ist. Genau, Fußgänger, fließender Verkehr. Die Radfahrer sind nicht wartepflichtig. Das hatten wir in der Frage schon irgendwo davor. Da musst du ähm, den Leuten sagen, dass sie bitte nochmal aufpassen sollen, bevor sie aussteigen. Und du selber schaust dann natürlich nochmal in den Spiegel. Ihr PKW hat auf der Autobahn eine Reifenpanne. Wie müssen Sie sich verhalten? Ich muss das Warnblinklicht einschalten und möglichst weit rechts anhalten. Ich muss das Warndreieck in etwa 100 Meter Entfernung aufstellen. Ich muss bis zur nächsten Ausfahrt weiterfahren. Okay, also Warnblinklicht klar und das Warndreieck 100 Meter Entfernung, das ist auch richtig. Bis zur nächsten Ausfahrt mit einer Reifenpanne, das machst du natürlich nicht. Also du bleibst möglichst weit rechts dann auf dem Pannenstreifen stehen. Ihr PKW hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Während des Abschleppens ist zusätzlich die Nebelschlussleuchte zur Signalisierung des Abschleppvorgangs anzuschalten. Während des Abschleppens ist bei Ausfall des Motors die aufzubringende Kraft am Bremspedal erheblich höher. Während des Abschleppens ist nach Möglichkeit eine Abschleppstange zu benutzen. Also die erste Antwortmöglichkeit ist Quatsch, die Nebelschlussleuchte, die schaltest du nur bei Nebel an. Ähm, die letzten beiden Antworten hängen miteinander zusammen. Und zwar, wenn der Motor ausgefallen ist, dann funktioniert der Bremskraftverstärker nicht mehr. Das heißt, du musst wesentlich mehr Kraft am Bremspedal aufbringen und da wäre es dann besser auch eine abschleppstange zu benutzen da diese den bremsvorgang etwas ähm, unterstützt also wenn das vordere fahrzeug bremst und du hängst hinten an einem seil dann faltet sich das seil einfach zusammen und die stange würde das fahrzeug dann also das gezogene fahrzeug dann auch noch abbremsen die hinteren beleuchtungseinrichtungen ihres kraftfahrzeugs sind verdeckt was ist zu tun? Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist nur bei Strecken über 5 Kilometer anzubringen. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist in jedem Fall anzubringen. Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist nur bei Fahrten bei Dämmerung oder Dunkelheit anzubringen. Nein, hier ist die mittlere Antwort richtig, denn wenn du zum Beispiel in einen Tunnel reinfährst und hinten ist irgendwas verdeckt, sagen wir mal, du hast einen... Ähm ja, ein Fahrradträger zum Beispiel drauf, dann ähm, würden die Lichter ja auch da verdeckt sein, obwohl wir nicht in der Dämmerung oder Dunkelheit fahren. Ähm, also muss auf jeden Fall etwas angebracht werden. Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden? Wenn ein Fahrzeug mit geringem Abstand vorausfährt. Wenn ein Fahrzeug entgegenkommt. Wenn Personen in gleicher Richtung vorausgehen. Okay, also immer wenn du jemanden blenden würdest, da ist eins und zwei richtig. Wenn Personen in gleicher Richtung vorausgehen, dann schauen sie ja nicht in deinen Scheinwerfer rein. Äh, dementsprechend kreuzen wir das nicht an. Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden? Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre. Da war der Sprecher anscheinend gerade krank. Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende. Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen. So, jetzt war es so witzig. Jetzt habe ich die Frage gar nicht verstanden. Nochmal. Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden? Okay. Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre. Ähm ja, das ist im Prinzip schon richtig, allerdings soweit ich weiß nur innerorts, aber davon ist es gerade nicht die Rede. Ich werde es mal trotzdem ankreuzen. Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere Blende. Genau, also wenn ich andere Blende, natürlich, wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen. In gleicher Richtung habe mir ja in der Frage davor schon, das ist nicht richtig. Ja, ähm, Bahnübergänge sind meistens etwas erhaben und da kann es sein, dass du den Gegenverkehr dann auch so oder so blendest. Da würde, ich glaube, da gibt es sogar auch eine Frage, ähm, dass du da Standlicht anschalten musst oder kannst oder so. Warum müssen sie auch am Tage mit Ablendlicht fahren, wenn die Sicht durch Nebel, Regen oder Schneefall erheblich behindert ist, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden zu können? um Verkehrszeichen in größerer Entfernung besser sehen zu können. Um mit erhöhter Geschwindigkeit fahren zu können. Okay, also hier ist nur eins richtig, denn ähm, das Ablendlicht, damit kannst du jetzt nicht wirklich weit sehen, bei Nebel schon gleich gar nicht. Und bei Regen und Schneefall auch nicht. Höhere Geschwindigkeit, das, äh, die, Frage ist schon, also die Antwort ist schon ein bisschen komisch. Und einfach, um besser gesehen zu werden, deswegen schaltest du das Abblendlicht an. Wenn du in den Tunnel reinfährst, dann machst du ja das Abblendlicht auch an. Nicht, um äh, besser zu sehen, sondern um besser gesehen zu werden. Genau, das waren 36 Fragen für heute. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lass doch auch ein Abo da, es gibt noch weitere Videos zu den äh, anderen Fragen. Und ähm, wenn du noch mehr Hilfe brauchst für deine theoretische Prüfung, ich habe dir in der äh, Beschreibung zwei Links reingepackt. Einmal zu meinem Videokurs, da erkläre ich äh, knapp vier Stunden, glaube ich, geht das. Die Fragen, die du in der theoretischen Prüfung gestellt bekommen könntest, werden da erklärt mit Video und dann kommen die passenden Antworten dazu. Oder. Das ist der erste Link in der Beschreibung, ganz neu rausgekommen. Mein Hörbuch, Führerschein Klasse B. Und da werden dir die Fragen und die richtigen Antworten vorgelesen. Die kannst du dir dann schön in der S-Bahn, Bus oder vorm Schlafen gehen nochmal anhören und so lange verinnerlichen, bis du das dann drauf hast. Ja, falls du noch Fragen hast, kannst du mich gerne auf Instagram abonnieren und sie mir stellen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video am äh, Sonntag wieder. Genau. Alles klar, bis dahin.